So, heute verdienen wir Geld mit OnlyFans, oder? Mein erstes Mal OnlyFans, ein 7-Tage-Experiment schauen wir uns an. Mein Name ist Michael Kurzo, ich bin der Rucksackunternehmer und du bist auf dem YouTube-Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kurzo. Gerne ein Abo da lassen, gerne auch einen Kommentar und so weiter. Wir haben eine kleine Besonderheit. Ich bin gerade live auf Twitch. 7 Zuschauer schauen mir zu. Montags bis donnerstags bin ich immer live auf Twitch, immer um 18 Uhr. Komm gerne vorbei. Link ist in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Und jetzt schauen wir uns das Video an. Und auf Twitch kannst du mir dann auch immer Fragen stellen zu den Videos und so live. Und ich kann sie dann halt beantworten. Ich habe versucht, eine Woche lang OnlyFans-Management zu betreiben. Und wie das Ganze abgelaufen ist, werde ich euch heute zeigen. Schon wieder voll die Musik. Ich mache das immer einmal Stopp und so wie ein Copyright, ne? Ich bin nicht 21, ich würde gerne sehen wie du, doch ich weiß, du weißt, ich kann nicht. By the way, kurz nochmal vorab, ich weiß nicht, wie legal das Ganze hier ist. Und ob ich das Ganze erzählen darf. Also ich wüsste keinen Grund, wieso nicht, aber better safe than sorry. Dementsprechend möchte ich sagen, dass alles, was in diesem Video hier erzählt ist und alle gezeigten Aufnahmen und Footage frei erfunden und nachgestellt sind. Ich will nicht ins Gefängnis. Also eigentlich habe ich das Ganze nicht eine Woche. Nein! Was sagt ihr dazu auf Twitch? Ich bin jetzt schockiert. Was ist los? Okay, noch keine Antwort hier auf Twitch. Wochenlang versucht, sondern 3 Tage oder so. Aber da eine Woche einfach wesentlich besser klingt, dachte ich mir. Ja, jedenfalls. Er hat es aber 3 Tage versucht. Wörter sind schöpferisch, ne? Also, wenn er schon sagt, ich hab's versucht oder so, hat er damit nichts gerissen oder so. Ne? Sonst hätte er ja, ich hab's gemacht, gesagt. Also, man hört schon an den Leuten, an der Aussprache, ob sie es einfach nur versucht haben oder es gemacht haben, ne? Wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, OnlyFans-Management zu betreiben, ist erstens durch meine FFR-Serie, die ich hier mache, also Financial Freedom Race, in der ich versuche, so schnell wie möglich halt finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, durch halt verschiedene Business-Strategien. Und zweitens, da ich mir gerade selber beibringe, wie man eine eigene Agentur aufbaut, beziehungsweise SMMA, also Social Media Management, betreibt. Und da ich mir dachte, mit meinem riesigen Brain, dass man das einfach verknüpfen kann, da OnlyFans-Management ja auch nicht wirklich viel anders ist als Social Media Management. Nö, das wäre dann halt wie diese ganzen YouTube-Agenturen und so weiter, ne? Oder es gibt ja sogar diese ganzen Netzwerke und so eigentlich, ne? Weiß ich nicht, ob es auf OnlyFans schon diese Netzwerke gibt, wie es auf YouTube. Aber wobei, ich glaube, die ganzen YouTube-Netzwerke, die sind so ein bisschen tot, oder? Management. Ich meine, ich bin die Agentur und dann. Früher wollte jeder, der YouTube gemacht hat, in so ein Netzwerk rein oder so. Anstelle von anderen Unternehmern sind halt potenzielle Models, denen ich eine bestimmte Dienstleistung erbringe, und in dem Fall ist diese Dienstleistung halt das Management. Ich muss zwar sagen, dass ich mich vorerst wirklich so gut wie gar nicht informiert habe und nur einem Kollegen geschrieben habe von dem. Gute Voraussetzung auf jeden Fall. Du hast dich gar nicht informiert. Du wirst einfach irgendwelchen Leuten dabei was soll das? Ich wusste, dass er einen anderen Kollegen kennt, der das auch irgendwie macht und so weiter. Also ich habe mich wirklich nicht großartig informiert, wie alles abläuft. Dementsprechend habe ich auch einfach auf ganz dumm einen Insta-Account gemacht, den hochgebottet und damit angefangen, Leute anzuschreiben. Beziehungsweise Leute, wo ich mir dachte, dass die potenziell Lust hätten, OnlyFans zu betreiben, da die irgendwie schon freizügiger unterwegs sind oder sonstiges. Abgesehen davon habe ich auch Models angeschrieben, die zwar schon OnlyFans besitzen. Also ich würde da auf jeden Fall auch gucken, dass ich vorher einen richtig geilen Vertrag hätte. Also, ne, du musst ja die Leute nicht dann halt komplett benachteiligen oder so, aber ein Vertrag, der dann auch dann halt die Leute längere Zeit an dich bindet und so weiter und die Provision oder was, die man da rausbekommt und. Das muss doch alles vorher stehen oder so. Sonst wird das irgendwie eine komische Agentur, oh, wenn du das alles nicht weißt und so. Sollen die Leute 2 Jahre bei OnlyFans bleiben und wenn die so lange da bleiben, kriegt man so und so viel Prozent von den Einnahmen, wenn man die hochgezogen hat oder so. Dürfen die nach 2 Jahren einfach den Vertrag verlassen als Manager oder so oder wie auch immer. Das muss man dir auch alles vorher. Was sagt ihr auf Twitch da? Das ist doch irgendwie krass, oder? Das ist einfach, einfach nur ein YouTube-Video machen mit irgendeinem Thema. Und ja. Aber halt nicht wirklich erfolgreich sind. Und ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass irgendwie nur 6 oder 5% oder so von allen OnlyFans-Creatern irgendwie 90% des ganzen Umsatzes machen und der Rest halt einfach irgendwie voll ab. Ja, aber so ist es doch überall. Ist doch auf Instagram, auf YouTube genauso. Es gibt halt einen ganz kleinen Teil der YouTuber, die richtig Kohle machen, 1 Million im Jahr oder so.
oder manchmal auch 250.000 im Monat oder so. Und der Rest, der dümpelt bei 10 Euro im Monat rum. Und da ich jetzt nicht extrem viel Zeit aufwenden wollte für das ganze Experiment, habe ich mich mit einem Kollegen von mir zusammengetan und dem basically alles andere überlassen. Und alles, was ich gemacht habe, war sozusagen die Akquise. Was halt bedeutet, dass ich Leute angeschrieben habe oder die mich angeschrieben haben und ich diese dann einfach auf WhatsApp zu meinem Kollegen weitergeleitet habe, der dann alles ausgemacht hat mit denen und das ganze Gelaber halt mit denen ausgemacht hat. Das habe ich in erster Linie gemacht, weil ich, wie gesagt, keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ganz ehrlich, wenn ich so eine Agentur gründen würde, hätte ich ja auch ein Konzept. Also Punkt 1, ich würde nicht jeden nehmen, ich würde dann halt schon so ein bisschen Casting machen und so, dann halt wirklich nur Leute nehmen, die, wo ich denke, okay, die können das echt zu was bringen. Und dann hätte ich natürlich auch einen Content-Plan oder so und irgendwas, hey, den und den Content müssen wir die ersten Monate erstellen. Dann eine Traffic-Möglichkeit, wie wir diese Accounts dann weiter pushen, damit dann neue Abonnenten dazukommen und so. Diese ganzen Konzepte hätte ich doch vorher aufgebaut. Und das fehlt mir einfach alles hier total. Und höchstwahrscheinlich, wenn ich das dann aufbauen würde mit jemandem, würde es erstmal, ja, 1, 2, 3 Wochen, diese ganzen Content-Pläne und so weiter. Wie viel mal muss man denn posten, um auf OnlyFans erfolgreich zu werden? Gibt es dann halt vielleicht für die Neulinge, gibt es vielleicht einen Videokurs, wo die sich einloggen, wo die halt sehen, wo welche Einstellung ist, welchen Support gibt es und und. Mach es doch vernünftig oder gar nicht. Und das einfach nur nebenher so ein bisschen versuchen wollte und später nochmal, sag ich mal, Umsonst kommst du nicht zu einer Rolex. richtig mir beibringen möchte und richtig ausprobieren möchte. Und ich muss zwar sagen, dass die meisten Leute zwar geantwortet haben, aber nicht irgendwie krasses Interesse gezeigt haben und die Leute, die sich bei mir gemeldet haben, irgendwie nach einer Zeit dann nicht mehr zurückgeschrieben haben und mich irgendwie geghostet haben. Einerseits kann ich das komplett verstehen, weil die Agentur oder sage ich mal, das Management, was ich betrieben habe, war einfach so unfassbar unprofessionell. Ich hatte weder eine Webseite noch irgendwas, noch irgendwelche Strukturierung. Ich hatte einfach nur eine Copy-and-Paste-Nachricht, die nicht individualisiert ist, sondern einfach so Copy-and-Paste halt an alle möglichen Leute geschickt wurde. Und es war wirklich sehr, sehr unprofessionell und auch die Webseite, der ganze Aufbau, das Aussehen und das Design war halt sehr, sehr einfach lash. Also. Okay, hat er damit jetzt Geld verdient? Jetzt ganz ehrlich, was sagt ihr auf Twitch? Hat das Erfolg? Ja oder nein? Hat er damit Geld verdient? Schreib einfach mal Geld rein oder ist er immer noch broke? Wenn ich jetzt zum Beispiel darauf zurückgucke, wäre ich irgendein Model oder irgendein Girl, was Bock hat auf OnlyFans, würde ich da nicht zusagen. Aber nochmal kurz gefasst für die Leute, die nicht verstehen, was denn überhaupt OnlyFans Management ist, also was mein Part von der ganzen Sache ist. Meine Aufgabe oder wofür ich da bin, ist dafür, dass die Models mehr Kunden gewinnen, also Lead Finding. Das heißt, ich manage die in dem Sinne, dass ich erstmal mit denen im Optimalfall rede und Dinge bespreche und zum Beispiel einen Content Upload Schedule Plan erstelle, wie die am besten ihr OnlyFans promoten können. Das heißt, dass sie TikToks machen, dass sie sich Referenzen von anderen erfolgreichen Creators holen, damit die von ihrem TikTok-Account die Leute auf ihren Instagram-Account ziehen und über ihren Instagram-Account, über die Bio halt auf OnlyFans, weil man auf TikTok halt eben sein OnlyFans nicht verlinkt haben darf oder jegliche andere pornografischen Dinge. Was irgendwie sehr komisch ist, weil TikTok sehr, sehr sexuell unterwegs ist, aber. Okay. Jedenfalls funktioniert es so, dass alles, was das Model machen muss, ist, den Content zu createn, also die Dinge aufzunehmen, die Fotos zu machen, entsprechend bei einer Anweisung. Das Ding ist, wie gesagt, ich hatte halt gar keine Ahnung von gar nichts. Ich würde die einfach nach Nizza einladen und so und dann selbst die Fotos machen. Das wäre es halt, oder? Bei Sonnenschein oder so. Nichts. Und ich dachte mir halt so, okay, ich bringe mir das Ganze bei, sobald ich halt irgendwann ein Model habe. Und OnlyFans funktioniert meistens so, dass, glaube ich, 90% der Einnahmen der meisten Models wirklich nur durch das Chatten generiert werden. Das heißt, es gibt eine Base-Subscription, die kann sogar kostenlos sein, aber meistens ist die von 5 Euro bis 20 Euro oder so monatlich. Aber das Main-Ding, wo man, sage ich mal, den Profit rauszieht, ist wirklich in den einzelnen Chats. Da OnlyFans so aufgebaut ist, wie so eine andere, sage ich mal, Social Media Plattform, wo man dem Content Creator näher kommt. Also da ist so, sage ich mal, die Distanzierung zwischen Dingen wie Pornhub oder so. Ich habe auch einen OnlyFans-Account. Ich hatte mich mal angemeldet, einfach um mal zu gucken und so. Es gibt auf meinem Kanal Michael Kurzer, gibt es ein Video dazu. Geld verdient mit OnlyFans. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. So, und OnlyFans, dass du halt wirklich, sage ich mal, persönlichen Bezug zu den Creatern hast, was halt im Endeffekt nicht da stimmt, weil ihr nicht mit den Girls chattet, sondern mit mir. Hi. Oder am besten.
Ach, das ist doch fake, das ist scheiße. Ah, mag ich schon wieder nicht. Fall mit irgendwelchen Indern oder Thailändern und so weiter. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Natürlich, sobald man dann irgendwie ein Einkommen hat und Leute dich abonnieren und Leute mit dir chatten, kannst du dieses Geld nutzen, was du durch die Chats und durch die... Ach, das, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock, das anzuschauen oder so gefakte Chats oder so. Mach es wieder, auch da wieder vernünftig und so, bau die Fans auf und verarsch die Leute nicht. Die Abos bekommst und das Ganze outsourcen bzw. Contractor Arbitrage betreiben. Was bedeutet, ich gehe auf Fiverr oder Upwork und suche mir einfach Leute, die chatten. Es gibt teilweise auch Leute, die wirklich auf OnlyFans spezialisiert sind, also mit diesem ganzen Dirty Talk und so ein Shit, und wissen, wie die Strukturen aufgebaut sind, so viel Geld wie möglich durch die Chats zu erwirtschaften. Und natürlich könnte man jetzt sagen, dass das Ganze sehr, sehr moralisch verwerflich ist und so weiter, aber... Das ist aber eklig. Aber, wenn man das Ganze nochmal, sage ich mal, so ein bisschen von außen betrachtet, finde ich, dass das gar kein Problem ist. Ich meine... Alle sind zufrieden. Ich krieg meinen Anteil, ich bin zufrieden. Das Model kriegt ihren Anteil, sie ist zufrieden. Meine Mitarbeiter bzw. die Leute, die ich über Upwork oder Fiverr bezahle, die kriegen Geld, sind zufrieden. Und die ganzen Horny-Typen kriegen ihre Fantasie. Auch wenn sie mit irgendwelchen Typen... Okay, irgendwie, ich habe ja schon ein, zwei Videos von dem Typen hier gesehen und eigentlich war er mir sehr sympathisch, aber jetzt mittlerweile... Nö. Chatten, aber das wissen die ja nicht. Jedenfalls ist meine Aufgabe, so wirklich alles andere zu übernehmen, so dass das Model wirklich sich nur auf den Content fokussieren muss und halt nur Videos und Fotos aufnehmen muss. Und dementsprechend gibt es dann einen Split von dem ganzen Hauptgewinn. Und so funktioniert das Ganze in der Theorie. Wenn man eine gute Agency aufgebaut hat mit einem guten Modell und einer guten Strukturierung, was ich auf gar keinen Fall gemacht habe, weil ich, wie gesagt, einfach nur diesen Insta-Account benutzt habe. Jedenfalls haben ich und mein Kollege, der tatsächlich Kollege wirklich sehr, sehr stark ähnelt vom Körperbau, also for real, ungelogen, sich zusammengetan und beschlossen, ein bisschen Cash zu... Vielleicht sollte sein Kollege dann lieber auf OnlyFans ja, für Männer-Accounts machen. Das heißt, sowohl er als auch ich haben verschiedene Leute angeschrieben, hin und her geschrieben. Und tatsächlich hat sich ein Model bei mir gemeldet namens... Ich weiß nicht, sollte ich das sagen? Darf man das sagen? Die ist irgendwo in Spanien, die wird mich nicht anzeigen. Also wenn doch, dann... Auf jeden Fall, diese Content-Creatorin oder OnlyFans-Model oder dieses Girl auf jeden Fall hat sich bei mir tatsächlich... OnlyFans-Model oder... Die hat schon 64.000 Follower vielleicht. Vielleicht, sag ich. Aber okay, Frauen kriegen einfach Follower. Dieses Girl auf jeden Fall hat sich bei mir tatsächlich gemeldet und sie hatte 20.000 Abonnenten auf Instagram und irgendwie 300.000 auf TikTok. Also sie ist sehr, sehr gut im Moves am Machen, sehr gut am Abholen, sage ich mal, was Cloud angeht. Und ich habe mit ihr ein bisschen geschrieben und sie hat mir gesagt, dass sie zwar gut Cash macht, aber deutlich mehr machen könnte, aber ihr Problem ist, dass sie halt einfach nicht die Zeit hat, mit den ganzen Leuten zu chatten. Und da kann man wieder merken, wie dumm diese Leute teilweise sind, weil die einfach selber sich irgendwelche Leute hätten suchen können, um die Chats zu übernehmen, aber das machen die nicht. Dementsprechend hat sie uns gesagt, dass sie... Ich hoffe, die hat es nicht gemacht. Ganz ehrlich. Wie findet ihr die Strategie auf Twitch? Hey, ich chatte ja mit euch hier noch auf Twitch, ne? Also ihr habt jetzt noch kein nein. Also ich... ich hätte ja mit euch noch live. Ihr habt jetzt noch nicht den Inder oder so. Aber wenn ich irgendwann mal berühmt bin oder so und ich habe ja einfach mal 75 Leute in den Chat oder so, dann werdet ihr auch nur noch mit den Inder chatten können. Also, ja, versteht mein Humor, oder? Zwar kein Interesse hat an einem kompletten Management, also mit Content und so weiter, weil sie ja weiß, was sie macht und es ganz gut läuft, aber dafür Interesse hätte an Chattern. Und dementsprechend habe ich natürlich gesagt, yo, unser Team... bestehend aus professionell ausgebildeten Chattern, welche 24/7 verfügbar sind, können... Das ist dann auch lustig, wenn die dann halt in allen möglichen Sprachen chattet, ne? Also die hat dann englische Chatter, deutsche Chatter, spanische und so und französische Chatter und so für die ganzen Kunden oder so. Können dir gerne da zur Verfügung stellen und wir haben einen Free Trial ausgemacht, das heißt 3 Tage Probezeit, in denen wir für sie chatten und gucken, wie viel Gewinn wir erwirtschaften und wenn das Ganze dann passt, dann würden wir rübergehen, um einen Vertrag abzumachen. Tatsächlich kam es dann dazu, dass sie uns ihre ganzen Daten, also Login-Daten und so weiter gegeben hat, ohne irgendeinen Vertrag davor oder irgendwas, also wir hätten auch einfach alles leaken können und was weiß ich für eine Scheiße machen können mit dem Account, was wir natürlich nicht gemacht haben, weil alle Taten kommen zurück wie ein Boomerang. Sowohl schlechte als auch gute. Dementsprechend, ich will nicht, dass mir auch irgendwann sowas passiert. Aber um auf den Punkt zu kommen, haben ich und mein
Kollege, ähnelnder Kollege uns vorbereitet für unsere erste Chatter-Schicht. Ich hatte zwar schon über Fiverr einen Chatter organisiert für 5 Euro die Stunde aus Kongo? Nee, aus Nigeria. Aber wollte diese noch nicht einsetzen. Das ist bestimmt dieser nigerische Prinz, der die Leute mal anschreibt und sagt hier, er schickt 1 Million rüber und so und dann halt erstmal 500 Euro haben möchte als Anzahl. Ist das der nigerische Prinz? Kennt ihr den nigerischen Prinz? Für den zweiten Tag aufheben, weil ich erstmal wissen wollte, wie das Ganze abläuft, weil ich das Ganze auch noch nie gemacht habe. Das heißt, dass ich und mein Kollege halt das Chatten für den ersten Tag übernommen haben. Was bedeutet, dass wir da um 1 Uhr saßen und mit irgendwelchen horny Typen geschrieben haben? Und das hätte eigentlich auch ganz... Echt? Ich weiß nicht. ...gut funktioniert. Nur das Hauptproblem an dem Ganzen war, dass das Model Latino ist. Also, dass sie aus Venezuela kommt. Oder, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendein spanischsprachiges Land. Und da ich meine Schule abgebrochen habe und tatsächlich gar keine Ahnung habe von Spanisch und mein Kollege auch kein Spanisch kann, hat sich das so ein bisschen als Problem rausgestellt. Natürlich haben wir Google Translator benutzt und DeepL, das ist nochmal so ein Advanced Translator, aber die richten sich halt mehr für so Business-Gespräche und nicht irgendwie für horny-ass, dirty Talk mit irgendwelchen Leuten. Dementsprechend sahen meine Nachrichten alle irgendwie sehr bothaft aus und ich habe die ganze Zeit einfach nur Dinge durchgespammt mit Papi, show me your cock oder so. Irgendwie so eine Scheiße, keine Ahnung. Und wir haben da auf jeden Fall 1-2 Stunden lang... Also, habe ich den abonniert? Ich glaube, ich deabonniere den jetzt. Ey, das kann doch nicht sein. Okay, ich habe ihn noch nicht abonniert. Aber, ach, das ist nicht gut. Chattet und... Also bitte, macht so ein Geschäftskonzept nicht. Macht was Seriöses. Ihr könnt seriös Geld verdienen und nachhaltig. Es ist wirklich eine hohe Nachfrage da. Also es kommen die ganze Zeit neue Nachfragen. Also es kommen wirklich die ganze Zeit neue Nachrichten rein und so weiter. Man ist auf jeden Fall beschäftigt. Und dadurch, dass ich das Ganze halt auf Englisch eintippen muss... dann nochmal translaten muss und dann copy und pasten und abschicken muss, war das nochmal mehr Arbeit. Jedenfalls haben wir das 1-2 Stunden lang gemacht und in diesen 1-2 Stunden, ich glaube, 100 Euro zu zweit erwirtschaftet, was so lala ist. Also es geht. Ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung von der Struktur und wie man am effektivsten chattet, weil ich da wirklich mit dem Kopf durch die Wand ins eiskalte Wasser gesprungen bin. Aber ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall Erfahrung gesammelt habe, was ganz cool ist. Was nicht ganz cool war, ist unsere Content-Creatorin, aka unserer Model, Shoutouts an Paige, die war tatsächlich nicht so begeistert von unserem Service und ist da, sag ich mal, so ein bisschen im... bisschen eskaliert und hat uns geschrieben, dass wir uns so schnell wie möglich alle aus ihrem OnlyFans ausloggen sollen, weil unsere Nachrichten sehr, sehr botthaft rüberkommen und sie ihre Kunden dadurch verlieren wird. Ich habe nie gesagt, wir machen guten Service, okay? Ich habe nur gesagt, wir managen. Ich habe nie irgendwas von gutem Service gesagt. Jedenfalls habe ich dann, nachdem ich 2 Tage lang OnlyFans... Also, sowas Unseriöses, was er jetzt gerade erzählt, ich weiß es nicht. ...ausprobiert habe, meinen ersten großen Kunden bekommen... und 2 Stunden später auch wieder verloren. Wie schon erwähnt, die Sprachbarriere hat das Ganze so ein bisschen zunichte gemacht und die ganze Struktur war so ein bisschen am Arsch. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es möglich ist und dass, wenn man sich da so ein bisschen eine Struktur aufbaut und mehr Outreaching betreibt, dass es auf jeden Fall möglich ist, sehr gutes Geld zu machen, weil sie selbst diese Content-Creatorin oder dieses Model, sage ich mal, ohne eine Struktur extrem gute Werte und Gewinn erreicht hat. Alles in allem finde ich das ganze Modell sehr interessant und ich glaube, wenn man sich da wirklich noch mehr reinfuchst, man da auch heute immer noch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und falls ihr Lust habt, dass ich ein Video mache, in dem ich wirklich professionell eine richtige Agency mit Webseite, mit allem anderen auf... So, komm, das machen wir jetzt Schluss. Im Großen und Ganzen, also mach das seriös und das könnte vielleicht etwas sein, ne? Also Betreuung, Contentplan und so weiter, Traffic generieren und sowas, aber das, was er jetzt hier gemacht hat, finde ich echt nicht cool. Ich hoffe, du abonnierst mich trotzdem, falls du es noch nicht gemacht hast, lässt gerne einen Kommentar da, wie du es findest. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die ab. Mein Name ist Michael Kotzow. Ich bin der Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.